Die E-Mobilität ist im Steigen. Das belegen die Zahlen. Wir besuchen heute zwei Unternehmen an zwei Standorten in Salzburg, die sich der Elektromobilität verschrieben haben. Beide setzen dabei auf Wallboxen der Salzburger AG. Die Firma Novitech im Stadtwerk in Lehn und die Firma Geoconsult im Wissenspark Urstein. Nachdem Herr Ruf mit seiner Firma Novitech den alten Firmensitz in der Rott verlassen musste, begab sich der Unternehmer auf die Suche nach einem neuen, geeigneten Standort. Grundvoraussetzung: ein Ladepunkt für seine Elektrofahrzeuge. Was auf den ersten Blick einfach klingt, entpuppte sich als Herausforderung. Fündig wurde er schlussendlich im Stadtwerk. Dann habe ich lange Zeit gesucht, es war wahnsinnig schwierig, was zu finden, weil viele neue Gebäude oder schon existierende Gebäude einfach die Möglichkeit nicht vorsehen, dort einen Ladepunkt zu errichten. Und erst hier an dem Standort war das möglich, weil der Vermieter hier gesagt hat, okay, gut, wir haben generelle Projekte für das gesamte Areal. Und da ist halt die Situation dann relativ einfach gewesen. Also es ist ganz kurzfristig möglich gewesen, gemeinsam mit der Salzburger AG halt da diesen Ladepunkt zu errichten. Und das war eigentlich ganz einfach dann. Das Stadtwerk liegt in unmittelbarer Nähe zur Salzburger Altstadt. Es ist ein innerstädtischer Arbeits-, Wohn- und Lebensraum. Mit über 50 Unternehmen, mit 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sich das Stadtwerk als innovativer Firmenstandort etabliert. Branchenschwerpunkte Bildung und Life Sciences. Neben der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität, dem Blutlabor Richter Mustafa und der Volkshochschule Salzburg gibt es 90 frei finanzierte Mietwohnungen, einen Supermarkt und gastronomische Angebote wie die Trommerei und das Sempre. Für Novitech ist der neue Standort perfekt. Herr Ruf ist ein Pionier im Bereich der Nachhaltigkeit. Was privat mit Bierprodukten begonnen hat, spiegelt sich im Unternehmen bei E-Fahrzeugen und biologisch abbaubaren Materialien wider. Wir haben natürlich in unserer Familie angefangen mit Bierlebensmitteln und so weiter. Und das ist eigentlich die Initiative, die sich dahinter verbirgte, auch in der Firma zu schauen, so nachhaltig wie möglich zu wirtschaften, Produkte zu finden, die halt nachhaltig sind. Halt daraus resultierend war der erste Ansatz eben diese Folien, weil wir aus der Folienindustrie kommen. Die beiden Tiefgaragenplätze von Novitech sind mit einer Wallbox der Salzburger AG ausgestattet. Diese ist ausreichend, um die Firmenfahrzeuge zu laden. Ein Laden zu Hause ist nicht notwendig. Wir haben nur diese Wallbox. Zu Hause haben wir nichts. Es reicht völlig aus für die betrieblichen Fahrten. Es ist teilweise so, dass wir das Auto jetzt zum Beispiel nur maximal zweimal in der Woche laden, halt ein Plug-in halt öfter, weil der natürlich eine kürzere Reichweite hat. Ein Stockwerk höher in der Tiefgarage befinden sich auch noch drei öffentliche Ladepunkte der Salzburger AG in Form von Wallboxen. Diese können mit der App Stromladen, mit der Ladekarte oder per Direct Payment genutzt werden. Steigt die Nachfrage nach Ladepunkten im Stadtwerk, können diese jederzeit installiert werden. Die Salzburger AG bietet ihren Kunden dafür ein Full-Service-Paket an. Wir bieten ein Full-Service-Paket an auf Wunsch. Da ist alles inkludiert, also wirklich von der Planung bis hin zur Montage und Inbetriebnahme bis hin zur Abrechnung. Es bietet auch viele weitere Vorteile, wie zum Beispiel den Vorortservice, eine verlängerte Garantieleistung auf 5 Jahre. Es sind 7.500 Freikilometer inkludiert. Das heißt, das kriegt man einmal jährlich dann auf der Stromrechnung gut geschrieben. Wir haben eine kostenlose Hotline und es gibt auch die E-Auto-Ladekarte für das öffentliche Laden an den Stationen mit dazu. Entscheidet man sich für ein Elektrofahrzeug, spielt die Reichweite einer Ladung eine zentrale Rolle. Für Mitarbeiterin Birgit Klackl-Salletmeier geht es heute ins Lager nach Hallein. Die Strecke von gut 20 Kilometern ist prädestiniert für ein E-Auto. In Ladungsnot kommt sie nicht. Die Wallboxen der Salzburger AG sorgen für die notwendige Power. Also mein Handy lade ich deutlich öfter, obwohl das neuer ist. Den lade ich circa, ja, maximal zweimal in der Woche, manchmal nur einmal. Und komme wunderbar durch die Gegend im großen Umkreis rund um Salzburg, eben wie gesagt bis Hallein und so weiter. Also das passt gut. Wir bleiben im Hallener Raum und wechseln zum Wissenspark Urstein.
Nachdem die Baustelle einige Zeit stillstand, wurde sie 2016 von einem neuen Management übernommen. Zu diesem Zeitpunkt war die Salzburg AG in das Projekt schon als Energielieferant involviert. Ursprünglich ging man von 1-2% der Parkflächen für Elektromobilität aus. Mittlerweile ist die Realität eine andere. Jetzt sind wir bei einem Planungsstand von 10% der Parkplätze. Also insgesamt sind für alle 6 Bauteile gut 1250 Stellflächen geplant. Die Herausforderung war, dass wir das 2016 nicht berücksichtigt haben und wir jetzt zusätzlich 500 kW für diese 125 Stellplätze zu diesen Gebäuden bringen mussten. Angespeist wird der Wissenspark Urstein von 2 Trafostationen. Um die zusätzliche Stromleistung von 500 kW für den erhöhten Bedarf an Ladepunkten liefern zu können, mussten zusätzlich 4 Kabel verlegt werden. Dafür nutzte die Salzburg AG die für Unvorhergesehenes verlegten Schutzrohre aus dem Jahre 2016. Dieses Areal wird von 2 Trafostationen angespeist, mit insgesamt 19 Kabeln im Endausbau. Wir haben damals schon für Unvorhergesehenes Schutzrohre mitverlegt, Leerrohre. Und die konnten wir jetzt nützen, sodass wir für die Elektromobilität zusätzliche 4 Kabeln ins Zentrum zum Bauteil F in den Technikraum führen konnten. Die 4 Kabeln übertragen eine Leistung von 500 kW. Das entspricht ungefähr 125 Einfamilienhäuser in der Leistung. Harald Golser mit seinem Unternehmen GeoConsult ist einer der ersten Mieter im Wissenspark Urstein. Auch GeoConsult setzt bei den Firmenfahrzeugen auf Elektromobilität. Schon das alte Bürogebäude in Wallsitzenheim war mit Wallboxen der Salzburg AG ausgestattet. Diese Kooperation wird nun auch am neuen Standort weitergeführt. Die zeitgerechte Errichtung der Ladeinfrastruktur, bestehend aus 6 Wallboxen der Salzburg AG, erfolgte zur vollsten Zufriedenheit. Wir haben gefragt, wann wir einziehen wollen. Ja. Und dann hat man uns zugesagt, Wochen vorher ist das alles fertig installiert und so war es auch. Alles zur besten Zufriedenheit funktioniert. Dass GeoConsult auf Elektrofahrzeuge setzt, kommt nicht von ungefähr. Harald Golser ist Nachhaltigkeit wichtig, auch im privaten Bereich. So entstand die Idee, Teile der Firmenflotte durch E-Fahrzeuge zu ersetzen. Weil wir einfach der Meinung sind, dass es heutzutage nicht mehr genehm ist, fossile Brennstoffe rauszubrennen. Naja, und dann haben wir uns gedacht, warum nicht einmal anfangen mit Elektrofahrzeugen. Also wir haben 60 Fahrzeuge, die werden wir natürlich nicht alle mit Elektrofahrzeugen ersetzen können. Ja. Aber dort, wo es möglich ist, ja, zum Beispiel um zu Besprechungen zu fahren in der Stadt, kann man ohne weiteres Elektrofahrzeuge nehmen, weil es einfach umweltfreundlicher sein. Heute steht für das technische Service der Salzburg AG die Installation der ersten 4 öffentlichen Wallboxen am Programm. Gespeist werden diese vom zentralen Technikraum des Areals. 2 Kabel führen in den kleineren Technikraum hinter den Wallboxen. Für die Abrechnung wurden zusätzlich Glasfaserkabel verlegt. Das Besondere der Ladeinfrastruktur der Salzburg AG im Wissenspark Urstein sind individuelle Lösungen. Sowohl für den öffentlichen Bereich der Tiefgaragen als auch für zukünftige Mieter, die eine Wallbox benötigen. Der Stellplatznutzer entscheidet selbst, wo und wann er einen Ladepunkt installiert haben will. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir dem Kunden einen individuellen Vertrag anbieten, bestehend aus einer Wallbox bzw. einer Dienstleistung, sprich der Abrechnung. Und ein weiterer Vorteil ist, dass der Kunde keine Anschlussleistung bezahlen muss. Ein besonderer Service der Salzburg AG ist das Wohnbauträgermodell. Nach aktuellem Stand sollten rund 30% der geplanten Stellplätze elektrifiziert werden. Durch Einbindung der Salzburg AG schon in der Planungsphase ergeben sich für den Bauträger enorme Vorteile. So etwa entfallen die Netzbereitstellungskosten. Auch ist gewährleistet, dass schon im Vorfeld für die ausreichende Dimensionierung der Stromzufuhr gesorgt wird. Das Wohnbauträgermodell ist ein Full-Service für die Immobilienwirtschaft, wo man Ladelösungen in Mehrparteienhäusern bzw. in Tiefgaragen umsetzen kann. Das Full-Service beinhaltet die Beratung und die Planung bzw. die Abklärung der Netzanschlussmöglichkeiten.
die Montage und die Inbetriebnahme der Ladestationen, das Vorwärtsservice, Betriebsführung und Wartung und die Abrechnung der einzelnen Ladestationen für den jeweiligen Nutzer. Nähere Informationen zu Ladelösungen oder zum Wohnbauträgermodell erhalten Sie bei der Serviceline der Salzburg AG unter 0800 660 660 oder auf salzburg-ag.at.